So, ich wurde genäht, geimpft und verbunden. Und ich muss später nochmal vorbeikommen, meine Gesundheitskarte vorbeibringen. Das habe ich vorhin blöderweise vergessen. Täglich geöffnet von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Und tut es sehr weh? Nee, nicht mehr so doll, aber es pocht noch irgendwie. Was genau passiert ist, das erkläre ich euch später in aller Ruhe zu Hause. Aber jetzt möchte ich erst noch zur Apotheke. Ich möchte unbedingt Schmerztabletten zu Hause haben. Bis dann! Eigentlich wollte ich heute schön kochen und mein neues japanisches Messer ausprobieren. Aber ich habe mich gleich geschnitten. Direkt in den Daumen. Aua. Und jetzt haben wir den Salat. Ich muss mindestens 10 Tage mit dem blöden Verband rumlaufen. Jetzt haben wir den Salat, sagt man, wenn klar war, dass etwas blöde Konsequenzen hat. Das hat stark geblutet und ich habe es nicht geschafft, die Blutung zu stillen. Also bin ich zum Arzt. Wir sind zum Arzt gegangen. Stimmt. Matthias hat mich begleitet. Er hatte Angst, dass ich umkippe. Ich kann nämlich kein Blut sehen. Ich gehe nicht bei jedem Wehwehchen zum Arzt, aber zu meiner Hausärztin gehe ich gerne, weil sie mich gut kennt und immer weiß, was zu tun ist. Zu ihr gehe ich zur Vorsorgeuntersuchung, also um zu checken, ob ich ganz gesund bin. Ich gehe auch hin, wenn ich mich verletzt oder geschnitten habe, aber auch, wenn ich mich böse erkältet habe. Böse kann man hinzufügen, wenn es besonders schlimm ist, so wie mit meiner Wunde heute. Und wann geht ihr denn zum Arzt? Bei jedem Wehwehchen oder nur im Notfall? Bei mir war das heute ein Notfall. Meine Wunde war ziemlich tief und musste genäht werden. 4 Stiche habe ich bekommen. Das ist nicht so schlimm wie eine Spritze. Ha, eine Spritze habe ich auch bekommen. Ich wurde für alle Fälle nochmal gegen Tetanus geimpft. Wovor habt ihr denn Angst, wenn ihr zum Arzt geht? Vor Spritzen? Vor Blut? Vor Schmerzen? Oder davor, ins Krankenhaus zu müssen? Also ich kann kein Blut sehen. Davor habe ich am meisten Angst. Ich nehme jetzt eine Schmerztablette, denn die Wunde pocht gerade ziemlich stark. Die meisten Medikamente bekommt man in Deutschland nicht einfach so. Man braucht dafür ein Rezept vom Arzt. Ja, so heißt das. Ein Rezept. Wie ein Kochrezept. Die Schmerztabletten hier sind aber nicht sehr stark. Sie sind rezeptfrei. Ohne Rezepte keine Medikamente und ohne Gesundheitskarte keine Behandlung. Ich hatte sie heute vergessen, aber in der Praxis kennen sie mich gut und haben mir gesagt, ich soll sie später vorbeibringen und auch meinen Impfpass nachreichen. Wo ist der eigentlich? Die Gesundheitskarte ist der Nachweis, dass man eine Krankenversicherung hat. Ich bin wie die meisten Menschen in Deutschland gesetzlich krankenversichert und muss beim Arzt nicht bezahlen. Wenn man privat versichert ist, muss man zwar erstmal seine Rechnung bezahlen, bekommt das Geld dann aber wieder. Bist du jetzt eigentlich krankgeschrieben? Nein, ich brauche keine Krankschreibung. Denn ich kann mit einem kaputten Daumen trotzdem ganz gut Deutsch erklären, oder? Aber wenn ich mir die Zunge verletzt hätte, dann hätte mich meine Ärztin ganz bestimmt krankgeschrieben. Ich muss nur in ein paar Tagen wieder in die Sprechstunde. Sie wollen den Verband wechseln und kontrollieren, dass sich die Wunde nicht entzündet hat. So, ihr Lieben, ich muss jetzt schnell nochmal meinen Impfpass und meine Gesundheitskarte in die Praxis bringen. Drückt auf jeden Fall auf die Glocke, denn das nächste Mal planen wir gemeinsam einen gemütlichen Serienabend auf der Couch. Hoffentlich bin ich bis dahin wieder ganz gesund. Wünscht mir einfach gute Besserung und passt auf euch auf. Also seid vorsichtig mit dem scharfen Messer beim Kochen. Bis dann, eure Ida.